Willkommen zurück bei Mass Effect. Wir sind wieder auf der Normandie, weil wir ja auf Noveria alles erledigt hatten. Auch wenn da noch etwas gewesen wäre, na, wo ich wieder ein bisschen zu voreilig war. Wir hätten noch die Chance gehabt, da nochmal zurückzugehen. Aber da wir ja den Kampf schon einmal angefangen hatten mit der Matriarchin, wollte ich es nicht riskieren, dass sie mir dann vorschreibt, wir wollen, beziehungsweise ihr schreibt mir ja natürlich nichts vor, aber dass es dann da Gemecker gibt von wegen, nun mach doch den Kampf zu Ende, weil ich hätte ja noch gerne diese Nebenmission gemacht, das Heilmittel hatten wir ja gefunden, das hätte ich gerne dem Doc noch gesagt, aber naja, nun so ist das. Und da wir ja nun eine große Story-Mission beendet haben, machen wir natürlich erstmal wieder unsere obligatorische Quasselrunde über die Normandie. Und wir fangen natürlich mit unserer Herzensdame Ashley Williams an, da hinten, da steht sie. Das speichern wir noch einmal kurz vorher. Was gibt's? Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Sie waren gefährlich, Skipper. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Falls du noch nicht mit Zoni gesprochen hast, solltest du das vielleicht nachholen. Sie hat gerade erst ihre Mutter verloren, das muss wehtun. Ich wollte es nur erwähnen, Skipper. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte... Du meinst die Rachni? Ich wollte es nur erwähnen, Skipper. Wir unterhalten uns später. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Na, dann sprechen wir erstmal mit der Liara. Gut, sie hat natürlich jetzt ihre Mutter verloren. Es ist natürlich ein echt schwerer Verlust. Und wir haben ja auch gemerkt, sie will da, wollte das ja gar nicht. Sie stand wirklich nur unter der Kontrolle von Saren. Von daher hat sie das ja alles nicht freiwillig getan. Naja, arme Liara. Dann wollen wir erstmal mit ihr quasseln. Na, so. Aber unser Herz gehört natürlich der Ashley. So, Medigel aufstocken. Das können wir doch garantiert auch irgendwo. Jawohl. Zack. Ja, wir haben schon wieder alles voll. Mensch. Na, Liara, was gibt's? Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jedem Geschlechts angehören. Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Was geschieht nach der Vereinigung mit Ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern.
Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Wissen Sie, wen Matriarchin Benesia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen. Aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen, eine andere Asari war. Ich dachte, ein Elternteil müsste immer einer anderen Spezies angehören. Denken Sie nach, Shepard. Wenn wir uns nicht mit jemandem von unserer eigenen Spezies vereinen könnten, dann wären wir schon lange, bevor wir die Raumfahrt erfinden und unsere Heimatwelt verlassen konnten, ausgestorben. Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benesias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Vielleicht wollte sie sie kennenlernen, konnte es aber nicht. Möglicherweise ist ihr etwas zugestoßen oder sie kam ums Leben. Das könnte sein. Hoffentlich haben sie recht. Aber ich werde es wohl nie erfahren. Benesia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß, insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Asari können 1000 Jahre leben. Was passiert, wenn ihr Partner stirbt? Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt, unsere Vereinigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Und selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Na, das war aber ein tiefgründiges Gespräch mit der Liara. Da quasseln wir auch nochmal direkt, weil wir hier eben auf der Höhe sind, mit dem Kaidan. Der ist ja direkt hier um die Ecke. Komm her, Kaidan. Sag an, was ist Phase? Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Wir sind bis zum Ende dabei. Sie können darauf zählen, dass alle ihre Pflicht tun. Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens? Was war Benesia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Aber ich bin mir sicher, dass sich Dr. Zoni elend fühlen muss. Die Arme. Die eigene Mutter töten zu müssen. Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Ja, der hat ja nicht viel zu sagen. Dann gucken wir jetzt nochmal nach unten. Wenn wir schon mal beim Quassel sind, dann wird das hier eine extremst kurze Quasselrunde. Na, umso besser für euch. Dann kommen wir mehr wieder schneller in die Action. Ist natürlich auch super. Mach die Tür auf. So, komm. Wir haben jetzt mit Liara gequasselt, jetzt wollen wir mit Ashley quasseln. Ashley, komm her, Schnucki, lass dich umarmen, lass dich knutschen. Commander? Wie lautet deine Meinung? Du meinst die Rachnin. Sie waren Das haben sie Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen. Falls du noch nicht mit... Ich wollte es nur erwähnen, Skipper. Wir unterhalten uns. Ich freue mich schon darauf, Hat also Skipper. Nichts Neues zu berichten. Und Rex? Ist zumindest nie langweilig mit Ihnen, Commander. Waren Sie schon einmal auf Missionen wie unseren? Ob ich die Welt schon einmal vor der sicheren Vernichtung retten durfte? Nein. Aber ich habe schon einige andere Abenteuer erlebt. Gab es dabei einige besonders interessante Geschichten? Ja, ein paar. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Volus-Diplomaten. Was für ein Arschloch. Also scheinen auch Politiker manchmal Söldner anzuheuern. Manchmal? Ohne die Politiker hätte ich keinen Job mehr. Sie suchen immer nach einem Weg, ihre Interessen durchzusetzen. Und er war keine Ausnahme. Ich sollte seine Vergangenheit auslöschen. Einen alten Freund beseitigen, der zu viel wusste. Tja,
Sein alter Freund erwies sich als eine Asari-Kommandokämpferin. Da könnte man ins Grübeln kommen. Was? Nein. Alina und ich waren alte Freunde, sozusagen. Als wir uns trafen, hatten wir beide einen Auftrag erhalten, den gleichen Turianer zu töten. Und wir wollten beide nicht, dass der jeweils andere ihn zuerst ausschaltet. Also haben wir mehr Zeit damit verbracht, uns gegenseitig zu bekämpfen, als den Turianer zu jagen. Und wer von Ihnen hat ihn schließlich ausgeschaltet? Nennen wir es ein Unentschieden. Ich habe seinen Kopf zurückgebracht und Sie den Rest von ihm. Soweit ich weiß, wurden wir beide bezahlt. Ist ja auch egal. Als ich Alina von dem Auftrag des Diplomaten erzählte, fanden wir die Sache todkomisch. Was haben Sie getan? Ich wollte auf keinen Fall den Auftrag verlieren, aber ich schuldete Alina Respekt. Also ließ ich sie den Ort aussuchen, wo wir kämpfen würden. Sie entschied sich für eine alte salarianische Raumstation voller Söldner und Schmuggler. Auf diese Weise mussten wir uns keine Sorgen über unschuldige Zivilisten Opfer machen. Sie hatte immer diese seltsamen Skrupel. Was ist dann auf der Station passiert? Zunächst nicht viel. 2 Tage lang habe ich sie durch die Station gejagt. Ich hatte schon meine ganze Munition verschossen. Ich musste einen Haufen Söldner töten und ihre Schrottwaffen benutzen. Am 3. Tag war die ganze Station ein einziger Trümmerhaufen. Die Söldner waren tot oder geflohen und die Lebenserhaltungssysteme zusammengebrochen. Aber ich hatte sie. Sie hatte sich in der Krankenstation eingeschlossen. Sie versuchte, sich selbst zusammenzuflicken. Verdammt zähes Mädchen! Und dann gerieten die Dinge außer Kontrolle. Ich wollte sie mir gerade vornehmen, als der Stationskern instabil wurde. Ich habe es gerade noch zurück in mein Schiff geschafft. Die Asari-Kommandokämpferin hat es wohl nicht rausgeschafft. Ich habe die Station aus der Ferne beobachtet. Ich habe sie nicht entkommen sehen. Und als die Station hochging, blieb nichts übrig, das größer als ein Turianer-Hoden wäre. Also bin ich zurück zu dem Diplomaten, um ihm die guten Neuigkeiten zu übermitteln und meine Bezahlung abzuholen. Aber auf halbem Wege zu ihm bekam ich eine Nachricht von Alina. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich bin ja nicht abergläubig, aber wenn jemand das überleben kann, dann hat er es auch verdient zu leben. Zumindest noch für eine kleine Weile. Was war mit dem Diplomaten? Sein Auftrag lautete doch, sie zu töten. Ich erzählte ihm die Wahrheit. Dass Alina überlebt hatte und mächtig sauer auf ihn war. Also bot ich mich gleich als sein Leibwächter an. Und das hat er Ihnen geglaubt? Er behielt mich sogar bis zu seinem Tod als persönlichen Leibwächter und er durfte eines natürlichen Todes sterben. Das war der einfachste Job, den ich je hatte. Vielleicht ein wenig zu langweilig, aber Credits sind nun mal Credits. Bis dann, Rex. Shepard. Na, das war doch mal eine nette Geschichte. Und wir können ja hier nochmal ein bisschen beim Allianzoffizier hier ein bisschen Ausrüstungsoffizier ein bisschen was verkaufen. Brauchen Sie Vorräte? Na, Logo. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Freundlich. Wir wollen natürlich erstmal was. Präzisionsgewehr, Schrotflinte, Sturmgewehr. Was ist das hier? Ach, das ist nochmal unser selbes hier. Mhm. Ah, wir verkaufen einfach erstmal wieder Sachen. Wie ist, haben wir hier? Weg. Und hier? Weg. Mittelschwer. Lassen wir erstmal. Schildmodulator weg. Leichtturm, ja, Sturmgewehr. Thunder 5. Weg. Thunder 5. Weg. Tsunami 5. Weg. 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 Brauchen wir alles nicht. Brandsprengsatz. Boah. Weg, weg. Behalten wir mal eins. Pistole. Was macht die? 152 Schaden. Ich glaube, es geht los. Alles unter 200 ist unter unserem Niveau. Weg. Leicht Turianer. Sturmgewehr. Ja, ja. Behalten wir mal eins von übrig. Wo ist er? Weg, weg. Mittelschwer.
Sturmgewehr Raptor. Ja, oh, weg. 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 Auch das kann weg. Firestorm kann auch weg. Hurricane kann auch weg. Dana kann weg. Tornado kann weg. Das sind Rüstungen. Präzisionsgewehr. Weg. Weg. Adaptiver Überzug, Energiegewebe, Exoskelett, Exoskelett. Kyro-Munition lassen wir mal eins. Protonenladung, Protonenladung, Protonenladung. Lassen wir auch mal eins. Schildmodulator, das ist immer gut. Gegen organische Ziele, lassen wir auch mal. Da können wir eins von verkaufen. Wolfram, behalten wir auch mal eins. Brandsprengsatz, Kyro-Sprengsatz. Können wir die hier oben verkaufen? Wo haben wir denn das hier? Wir hatten doch hier noch Granaten-Upgrades. Sturmgewehr leicht, mittelschwer, 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 Munitions-Upgrade. Kyro-Munition kann weg. Ach, scheiße, jetzt habe ich den. So, da ist er wieder. Weg. 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 So. Haben wir hier noch irgendwas Schickes zu kaufen? Alles nicht so was Pralle hier. Mann. Schrotflinte. Deutlich präziser. Ja, komm, nehmen wir die uns die nochmal mit. So. Eine gute Schrotflinte kann ja nie schaden. So. Das passt schon alles so. Das passt schon. Dann quasseln wir nochmal eben schnell mit der Tali. Das ist ja auch nicht ganz so unwichtig. Und Garrus müssen wir auch noch quasseln. Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Ohne sie wären wir nicht so weit gekommen, Tali. Sie haben mich gut behandelt. Quarianer werden oft als Bürger zweiter Klasse angesehen. Alle wollen nur, dass wir zu unserer Flotte zurückkehren und verschwinden. Aber sie haben mich wie alle anderen Crewmitglieder behandelt. Gleichrangig. Das ist etwas Besonderes. Und es zeichnet sie aus, Shepard. Ich möchte Ihnen dafür danken, was immer noch geschehen mag. Ich werde Sie vermissen, wenn Sie zu Ihren Leuten zurückgehen, Tali. So weit ist es noch nicht. Noch bin ich hier, falls Sie mich brauchen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ja, traurig, dass es was Besonderes ist, dass wir sie gleichberechtigt behandeln hier. Das sollte eigentlich so nicht sein. Und wir schnacken natürlich auch nochmal eben mit Garrus. Das muss natürlich auch noch sein. Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Danke, Commander. Gern geschehen, Garrus. Ach, das ist doch nett. Mal eben so ein bisschen bedankt hier. So lobe ich mir das. Und ich würde sagen, wir verliegen noch einmal kurz zur Zitadelle zurück. Denn dort kann man ja sicherlich auch noch ein bisschen was verkaufen, kaufen. Wir rüsten uns da nochmal einmal aus. Und es kann nie schaden, da trotzdem nochmal vorbeizugucken. Wir halten uns ja auch nicht lange da auf der Zitadelle auf. Ich glaube, das kriegen wir auch noch in dieser Folge hin. Falls da nicht noch irgendwie was Großes an Quests auf uns wartet. Ich glaube, wir haben noch nicht mal irgendwas an Quests. Aber ich würde gerne einfach nochmal da zur Zitadellsicherheit hin. Und gucken, was uns da der Heinzi da ans Verkaufen kann. Und ansonsten haben wir ja noch ein paar Nebenquests, die wir machen können. Und dann geht es ja auch direkt nach Wurmeier hin. Aber erstmal zurück zur Zitadelle.
einfach da nochmal nachgucken, was da so los ist. Und die Normandy, die legt ab im Schneesturm von Noveria. Ladebildschirm. Beziehungsweise einfach so ein kleiner Cutscene. Massenportalmäßig. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich diesen Job anvertrauen kann. Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht und die Biotiker nutzen sie nun als menschliche Schilde. Wenn ich auf alles schieße, was sich bewegt, müssen also viele Forscher sterben. Genau. Ein normales Team würde mit den Biotikern fertig, aber dann würden bei der Operation viele Forscher ihr Leben verlieren. Darum habe ich an Sie gedacht. Ich hoffe, dass Sie die Verluste minimal halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diese Forscher zu retten, Admiral. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. 5. Flotte Ende. Und wieder ist es die 5. Flotte, die uns das Leben schwer macht. Alter, die Jungs kriegen echt nichts gebacken. Das ist ja schlimm mit denen. Aber bevor wir uns daran wagen, machen wir natürlich hier nochmal einen kurzen Ausflug auf die Zitadelle. Ist nie verkehrt, da einfach nochmal nachzugucken. Immer mal wieder gucken, ob da irgendwelche neuen Ausrüstungsgegenstände sind. Wir haben ja immer noch diesen einen Fan. Da weiß ich ja auch noch nicht, was das mit dem auf sich hat. Mit dem würde ich nämlich auch gerne nochmal wieder sprechen. Von daher ist es nicht wirklich verkehrt, dass wir uns hier nochmal blicken lassen. Zitadelle, Zitadelle, Zitadelle. Na komm, Ashley, jetzt kommst du mal wieder mit. Und Tali. Können wir Ashley auch noch wieder ein bisschen ausrüsten? Ist ja auch nicht verkehrt. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Mhm. Wehe, der baut Scheiße. Haben wir hier irgendwas? Nö. Gut. Wir rüsten nochmal eben kurz Ashley aus. Die hat es auch verdient. Halt. Die haben wir hier. Ach, die haben wir schon angelegt. So, Ashley, du kriegst mal hier eine richtig schöne Waffe. Mit organischer Munition. Ah, und die hat auch schon dieses Sturmgewehr, das ist gut. Der hat ein bisschen weniger Schadenschutz. Dafür sind die Schilde nochmal einen Ticken besser. Hier ist alles besser, also nehmen wir diese Rüstung. Schick, Ashley, schick. Was nehmen wir da? Medizininterface. Ja, hier so. So. Was haben wir hier noch? Wir haben die kinetischen Puffer. Ja, das passt. So. Weiter geht das hier. Speichern natürlich nochmal eben schnell und ab nach unten. Wir machen nur hier einen kleinen kurzen Überflug über die Zitadelle. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier Ewigkeiten und 3 Tage aufhalten werden. Das soll jetzt nur mal eben kurze, im Prinzip eine kleine Shopping-Tour sein. Mein Volk besteht aus Wanderern, keinen militärischen Anführern. All diese Kämpfe kommen mir seltsam vor. Das muss Ihnen alles weitaus vertrauter sein, Chief Williams. Dass man versucht, einen abtrünnigen Spectre und seine Armee synthetischer Soldaten zu vernichten? Nein. Darüber haben wir in der Grundausbildung nichts gelernt. So viel dazu. Und hier ist wieder alles so schön blau. Bin mal gespannt, was hier alles noch und so wie auch noch uns wartet. Zack. Tür auf. Und wir gehen raus. Und da geht's lang. Einfach nur mal nachgucken, was der hier so anzubieten hat. Wir haben ja jetzt das Geld. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit.
schwer, Kogana. Toriana. Haben wir irgendwas noch für Liara? Mittelschwer Mensch, 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 schwer Mensch, 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 ach, leck mich doch am Arsch. So, nehmen wir uns noch die Lizenz dazu. So, 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 so. Sturmgewehr, Breaker, Onyx. Ah, ich weiß jetzt nicht. Sollen wir das einfach mal kaufen? So. So, das nehmen wir mit. Einfach mal so just for fun, weil wir es können. Und dann gucken wir nochmal bei den unteren Märkten vorbei, ob wir da noch irgendwas Gutes finden. Wir haben ja immer noch über 1 Million in der Tasche. Bezirke. Märkte. Ab zu den Märkten. Du da beba bau, buba beben, schnöb dau. Da steht der Fan wieder, was will der hier? Commander, ich hatte eine Idee und wollte sie Ihnen unbedingt erzählen. Ich habe im Moment viel um die Ohren, aber ich nehme mir kurz Zeit für Sie. Fantastisch! Es dauert auch nicht lange. Da so viele Kolonien der Menschen angegriffen werden, frage ich mich, ob ein Spectre ausreicht. Wie wäre es, wenn Sie mich als neuen Spectre einstellen? Ich halte das für keine gute Idee, Konrad. Aber ich wäre ein perfekter Spectre. Ich würde Ihnen helfen und dem Rat beweisen, was die Menschheit leisten kann. Ich möchte bei Ihnen sein, einen guten Kampf kämpfen, so wie Sie es während des skyllianischen Angriffs auf Elysium getan haben. Ich glaube Ihnen, Konrad. Aber auf Sie wartet ein anderer Kampf. Was? Das verstehe ich nicht. Wissen Sie, was mich hier draußen anspornt? Das Wissen, dass die Leute zu Hause dafür sorgen, dass die Menschheit stark bleibt. Sie haben recht. Ich habe mich da wohl verrannt. Ich wollte helfen. Ich werde nach Hause gehen. Danke, dass Sie mir den Kopf gerade gerückt haben. Ach ja, haben wir den jetzt auch weggekriegt? Jawohl. Jetzt haben wir eigentlich nur noch so diese Proben hier, diese Sachen, die wir da aufsammeln können. Dafür müssten wir natürlich jetzt irgendwie die ganzen Planeten anfliegen. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Was haben wir denn hier? Sturmgewehr. Ja. Das noch mit, das noch mit. Und das nehmen wir noch mit, das Granaten-Upgrade. So, den haben wir schon gescannt. Können wir hier noch irgendwas kaufen? Nö. Dann gehen wir nochmal in die unteren Märkte. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Hat die Folge ein bisschen Überlänge, aber was soll's. So, doch die Herren haben sie ja was anzubieten. Ja, Mensch. Brauchen Sie etwas? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. So, was haben wir denn hier? Eieieiei, das ist doch hier nice. Eieieieiei. Das sind ja mal schicke Rüstungen. Aber nur für Toriana und sowas. Dann nehmen wir hier mal. Für Rex nehmen wir die mit. Und Silverback. Leicht Toriana, leicht schwer Toriana, mittelschwer Toriana. Da tut sich nichts. Nehmen wir auf Silverback so. Das wär's dann auch schon wieder hier für diese Runde.
Dann schnell wieder zurück zur Normandy. Und dann passt das doch für diese Folge. Dann sind wir hier auf der Citadel eigentlich schon wieder fertig. Mehr wollte ich hier nicht. Bisschen shoppen. Jetzt haben wir natürlich auch nicht Geld ausgegeben. Wo ist denn hier das Rapid Transit? Da ist es. Bezirke. So, Citadel Sicherheitsklinik. Und wieder nach oben zur Andockbucht. Da haben wir doch für Garrus und für Rex haben wir noch richtig schöne. Admiral Karuku, ein angesehenes Mitglied des Allianzmilitärs, ist verstorben. Dieser Veteran, der sich während des Konflikts gegen die Batarianer die Liebe seiner Truppen erworben hatte, starb eines natürlichen Todes. Kahoku hinterlässt eine Frau und drei Kinder, die eine kleine private Gedenkfeier planen. Ja, Admiral Kahoku. Ja. Traurig, was wir da über ihn, also was wir da wegen ihm erfahren mussten, dass da seine Männer sterben mussten wegen hier Cerberus. Was soll's? So ist das Leben. So ist es nun mal. So. Angekömmt. Und schnell wieder in die Normandy. Und in der Normandy beenden wir dann nochmal kurz diese Folge, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Das ist schön. So. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir diese Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen rauf geben oder abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe halt eben auch, dass es euch gefällt. Und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Bugs. Tschüss.